Jetzt haben wir gerade von Daimler, die sich viele Jahre schon mit dem Thema Brennstoffzellentechnik auseinandergesetzt haben, gehört, dass die jetzt erstmal diese Technik sozusagen auf ein Wartegleis müssen schieben und stattdessen erstmal wieder ein großes Batteriewerk bauen. Warum ist das so? Warum arbeitet man nicht kontinuierlich an dieser Technik Brennstoffzelle weiter? Ja, also soweit wir wissen, hat mittlerweile Daimler diese Aussage von Herrn Zetsche wieder richtig gestellt. Also Daimler arbeitet weiterhin an Brennstoffzellen. Die werden ja auch auf der IAA dieses Jahr ein Brennstoffzellen-GLC vorstellen. Gerade in der letzten Woche hat Daimler zusammen mit den anderen OEMs, das sind BMW, Volkswagen und Ford, ein großes Projekt gestartet, eine gemeinsame Brennstoffzelle zu entwickeln, die sie dann in ihren Autos einsetzen wollen, um eben auch in die Stückzahlen zu kommen und damit die Brennstoffzelle weiterzumachen. Also das ist mitnichten der Fall, dass Daimler sich von der Brennstoffzelle verabschiedet hat. Vielen Dank, Herr Dr. Frank Koch.